Guten Tag, wir sind Eva und André Brunner von Bigos Kraut. Wir lassen euch herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich habe dich mal reden lassen. Ich muss mir die Kritik nämlich anhören lassen, dass ich zu viel rede. Ja, aber das ist anders bei dir, weil du als Moderator ausgebildet wurdest. Und das liegt in der Natur der Dinge. Nee, ich bin nur der Wissensbegierige hier. Das auch, aber trotzdem, du bist der geborene Erzähler. Du konntest schon mit 3 Jahren oder mit 2, wurdest du auf die ganze Kassette aufgenommen, als du nur geredet hast, und zwar 1,5 Stunde lang. 1,5 Stunde lang, aber nur bibi papa bitte bitte bitte. Ja, aber ohne Pause. Ich habe die Kassette immer noch. Du siehst also, es geht um Genetik. Ja, ich könnte die einbauen. Ja, von deiner Mama war das. Ja, meine Mama. Ja. Genau, sie konnte genauso erzählen. Und deswegen kann man das nicht ignorieren. Das stimmt. Trotzdem, wenn wir das jetzt ein bisschen anders machen, und zwar werden wir jetzt ein bisschen anders takten, das Ganze. Richtig, weil wir sind ja in der Übungsphase für uns beide. Na, bei uns sind ja die Zwiegespräche auch immer anders. Oh, guck mal, die Kamera sieht gar nicht. Ich gehe nochmal nach vorne. Da oben seht ihr unsere wachenden Engelchen. Na, so, Carol und Martha. Genau, die sind wichtig, weil die gehören einfach zum Projekt dazu. Genau, die tauchen immer wieder mal auf, wenn die unterwegs sind mit mir und dir. Ja, und das ist geschehen, oder ist das nicht geschehen? Nee, das habe ich in Warschau, habe ich die gekauft und habe die habe die dann da auch benutzt. Genau, schon. Aber es geht jetzt um die nächste Reise. Und zwar nach Gleiwitz. Genau. Hatten wir die beiden dabei? Da hatte ich die... Warte mal, ich glaube, da hatte ich die vergessen gehabt. Richtig. Da war das. Ja, leider. Das war die Enttäuschung pur. Ja. Und wir saßen schon im Zug. Genau. Und dann hat Eva gesagt, hast du Carol und Martha mit? Und ich, scheiße, die stehen im Regal. Oh je. Da, wo Bücher sind. Was heißt eigentlich Bücher auf Polnisch? Książki. Książki. Aha, habe ich schon vorher gefragt. Aber Książki ist mir aufgefallen, weil man auch in jeder Stadt, und ich liebe Bücher. Es gibt 3000 in dieser Wohnung. Ja, die seht ihr jetzt hier nicht. Ne? Ich nehme meine Podcasts für den Neuropathologen natürlich drüben auf, wenn ich mit jemandem spreche. Da sieht man die 3000 Bücher. In Ikea-Regal, mach Schleichwerbung, 50 cm Breite. Ich liebe auch Bücher, aber ich schaffe es nur, die anzulesen. Mhm. Aber kaufen kann man sie in einer Buchhandlung. Und die heißt auf Polnisch? Księgarnia. Księgarnia? Ja. Also man strickt kein Garn, sondern Bücher. Es ist immer wieder interessant, wie die deutsche Wahrnehmung ist von den polnischen Wörtern. Richtig, zu den Pralinen kommen wir gleich noch. Ich habe nur das Garn gesehen da drin. So. Ist ja in Ordnung. Ich nicht. Xiang, also K-S I-E mit Haken am E, heißt dann, dass man das wie ein K-S-C-H spricht und nochmal Rong. Also ein N hinten dran hängt. Xiang. Das ist ein bisschen wie Chinesisch. Ich wollte gerade sagen, es ist fast wie Chinesisch. Und Ganya. Ja. Narnia, okay. Also könnt ihr euch ja eine Brücke machen. Wie Narnia, nur mit G. Narnia, hier, dieser Film. Könnte man sich dann auch merken, als Brücke. Ne? Also wenn ihr Bücher seht und wisst nicht, was das ist, da in irgendeiner Fußgängerzone, und ihr seht dann dieses langgezogene Wort, das heißt Buchhandlung. Aber ich denke, das könnte man nicht verfehlen, weil man sieht ja die Bücher schlechthin in einer Buchhandlung. Definitiv. Also ihr braucht das Wort gar nicht lernen. Ihr seht Bücher, geht rein. Aber ihr könnt ja eh nichts lesen, wenn ihr kein Polnisch könnt. Also von daher. Schade, schade. Gut. Also ich habe ja schon bei Bydgoszcz einmal erlebt, tatsächlich, dass in einem Antiquariat Mein Kampf stand. Muss ich mich jetzt dazu äußern? Musst du nicht, nein. Aber es war interessant, dass ausgerechnet in Bydgoszcz, in diesem Antiquariat, ganz normal, freiverkäuflich Mein Kampf war. Nein, ich habe es nicht gekauft. Ja, jetzt kann man es ja wegen Urheberschutzrechte nochmal kaufen, aber es war tatsächlich in Tschechien immer kaufbar. Oh.
Ja. Interessant. Ja, nun, in Deutschland war es ja verboten. Aber in anderen Ländern konnte man interessanterweise dieses bescheuerte Buch kaufen. Ja, so ist das. Ja. Aber wir wollen ja zurück zu unserer Reise nach Gleiwitz. Ich wollte nur sagen, dass man als Deutscher ja auch Bücher findet. Man sollte nur nicht unbedingt danach gucken. Denn das ist sowieso ein schwachsinniges Buch. 80 Seiten gelesen, ich habe aufgehört. Wie konnte man diesen Menschen einfach nur glauben? Und es gibt natürlich auch viele kleine Sachen zu entdecken. Und ich wollte ja eigentlich mit dir auch eine Buchbesprechung machen. Die fällt jetzt aber flach. Die machen wir am nächsten. Oh je, welches von den 3000? Ich habe ja ein paar polnische Bücher. Ich habe Sachbücher und ich habe auch normale Bücher. Okay. Romane. Und beim nächsten Podcast werde ich mit dir, also hier für die Zuhörer oder Zuschauer, ein Buch besprechen. Okay, ich bin ganz gespannt und ich lasse mich überraschen. Genau, lass dich mal überraschen, weil wenn du ein dickes Buch siehst, liest du 20 Seiten und sagst, ist ein tolles Buch. Aber ich habe im Studium so viel gelesen. Das ist unglaublich. Zuletzt der Zauberberg, ne? Hängen geblieben bei Seite. 30? Mehr. Oh, hast doch mehr geschafft. Ist ja auch schließlich so dick. Kleine Schrift und Thomas Mann ist ja wirklich schwierig. Und du als Polin Thomas Mann lesen, Respekt. Den habe ich ja noch nicht mal geschafft. Ich habe die Buddenbrooks, habe ich durchgelesen im Studium, musste ich. Die Buddenbrooks meinst du nicht, die Buddenbrooks. Sorry. Okay, egal. The Buddenbrooks. Yeah. Hey, die sind ja in Harlem groß, nee, hier Brooklyn groß geworden. Ne? Lübecker, Brooklyn, wie auch immer. So, jetzt haben wir Bücher gehabt. Książki, da heißt das gleiche wie Księgarnia, nur dass da ein A mit Haken ist, um darauf zurückzukommen. Weil hier geht es jetzt um Buch. Bücher ist Książki, aber was ist ein Buch? Das ist ja Mehrzahl. Da kommt nur ein A. Ach, nicht Ki, sondern K. Ja. Książka. Genau. Okay, aber das Z ist mit einem Punkt oben. Ja. Und dann, okay, das ist dann langgezogen, das ist Książki. Książka. Beziehungsweise Książka. Okay. Alles klar. Und hast du im Zug irgendein Buch gelesen nach Gleiwitz? Tatsächlich nein, weil ich hatte da einen Podcast bearbeitet. Den ich aber nicht geschafft habe, weil ich weiß auch nicht mehr, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ich habe es vergessen. Okay. Ist ja lange her schon wieder. Die Reise war länger als nach Bydgoszcz, tatsächlich. Wir sind dann angekommen und waren total begeistert von der Stadt. Genau wie bei Warschau. Man kommt raus, das ist ein schöner, geleckter Bahnhof, wirklich geleckt. Übrigens, an jedem Bahnhof, egal ob in Warschau, in Bydgoszcz, auch in Krakau, in Katowice und in Gleiwitz. Ich glaube, in Tuchola sogar auch. Aber da bin ich nicht durch den Bahnhof. Wir sind außenrum. Das ist ja ein ganz kleiner, pisseliger Bahnhof. Eine Tafel, und wo Hunde abgebildet sind, jeder Größe. Und unten eine riesige Schüssel Wasser, die immer mit Wasser gefüllt ist. Das habe ich auf einem deutschen Bahnhof noch nie gesehen. Hm. Also ich habe es wirklich noch nirgendwo gesehen. Und meistens in der Nähe, wo die PKP-Schalter sind oder wenn man zu den Zügen geht. Okay. Interessant. Hast du das nicht wahrgenommen? Nein. Ach, hör auf. Echt nicht? Hast du das nicht gesehen? Ich glaube ja, aber... Ich bin perplex. Was ich wahrgenommen habe in Gleiwitz, war die Anzahl der Mülleimer. Ja, das kommt dann nach. Also genau. Wir sind ja in diesem schönen, frisch renovierten Bahnhof. Die haben auch ein neues Dach. Und der Vorplatz ist auch neu gemacht worden. Ich denke mal, dass da vorher nur Parkplätze waren. Die haben jetzt also einen Busbahnhof da gebaut, eine Haltestelle. Und da kann man dann sitzen, schöne Blumenflächen haben die da gemacht. Und da war noch umzäunt, also ich konnte das auch nicht so fotografieren. Und gegenüber war ein Hotel, glaube ich. Ne? Das hatte so eine Glasfläche. Ja. Das habe ich so in der Spiegelung wahrgenommen. Und tatsächlich am Bahnhof links, wenn man geguckt hat, war noch eine deutsche Schrift. Ja, es gibt sehr viele Spuren der Deutschen in der Gleiwitz. Das ist ja, ja Oberschlesien. Ne? Mhm. Das war ja 1945 noch deutsch, 1945, als der Krieg verloren war. Deutsch und dann ging das ja in Polen über. Und Gleiwitz ist ja auch eine Partnerstadt meiner Geburtsstadt, Bottrop. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir schon nach Krakau fahren, lass uns doch eine Übernachtung einbauen. Ich will diese Stadt mal kennenlernen. Ja, es hat sich tatsächlich gelohnt. Wir haben Fußmarsch von dem Bahnhof bis zum Hotel waren 20 Minuten.
Ja, 20 Minuten, knappe 2 Kilometer. Sehr gemütlicher Spaziergang durch eine Straße, Die immer Hauptstraße im Grunde genommen. Hauptstraße, genau. Und auf dieser Hauptstraße waren so viele Mülleimer, das war unglaublich. Alle 50 Meter war ein Mülleimer und auch auf den Straßen. Und die Bürgersteige waren auf der Hauptstraße noch nicht so renoviert. Aber ansonsten wird in der Stadt sehr viel gemacht, die auch einen Teil Bergbau hat. Also die in der Umgebung ist ja alles, was mit Bergbau auch zu tun hat, wie im Ruhrgebiet. Auf dem Weg waren hier und da immer noch mal kaputte Bürgersteige, aber bis zur Altstadt kann man gehen. Und unser Hotel war ja in der Altstadt und die Altstadt an sich wunderschön. Ja, Klein, aber wunderschön. da gab es auch Was? Was denn? da gab es auch Musik in der Altstadt und ich war total begeistert, weil das war so eine Samba-mäßig so ein Verein, glaube ich, oder Ach, du meinst ja richtig. Ja, baue ich euch Shownote ein. Ich habe Video gemacht. es kann sein, dass es einfach zufällige Leute waren, die da mitgemacht haben. Das weiß ich nicht. Nee, das war wohl ein Tag, wo auch ein Tanzkurs da stattfand. Ich denke, dass das so ein, nicht Tanzverein, sondern dass das eine Tanzschule war, die halt beantragt hat, dass die da an dem Abend halt diesen Samba-Kurs machen konnte. Und es war ja auch warm noch. Ja. Es ist jetzt 2 Monate her. Wir haben jetzt wirklich Dezember und kalt. Und das war da vor 2 Monaten richtig warm. Wir hatten 25 Grad. Und die haben draußen da Samba getanzt. Und da haben die Gleiwitzer alle mitgemacht. Ja, das war super Stimmung und wie gesagt, das Wetter hat gepasst und es gab sehr viele schöne Lädchen und sehr wenig Leerstand. Ja, wenn man jetzt auf, ich sag mal, wir wohnen hier im Ruhrgebiet, jeder, ich sag mal, vierte Laden ist leer, dritte Laden ist leer, je nach Ruhrgebietsstadt, Einkaufszentren ist es nicht anders mittlerweile, aber da kommt man nach Gliwice, sagt man Gliwice ja eigentlich, wenn man das wirklich ernst nehmen sollte, nicht Gleiwitzer, sondern Gliwice und Gliwizerinnen, dann muss man sagen, ich habe da nur eine Handvoll Läden gesehen, die leer waren. Und am Ende denke ich, dass die auch irgendwann belegt werden. Also die Stadt hat, ich glaube, 180.000 Einwohner. Ja, wir haben extra geguckt, also so um die Ich gucke noch mal eben. 180 meine ich, also weniger als Bottrop. Ja, Bottrop hat nur als Partnerstadt jetzt vom Vergleich, die haben aber etliche andere Partnerstädte noch gehabt. Ist eine überschaubare Stadt, die es lohnt sich aber nicht nur einen Tag da zu bleiben, ruhig eine oder zwei Übernachtungen Ja, machen. da hast Haben wir auch gemacht, eine Übernachtung, aber wir haben gesagt, wir bleiben da nächstes Mal 2 Nächte. Es lohnt sich wirklich. du. Kurze technische Sachen zur Stadt. Woiwodschaft Schlesien, kreisfreie Stadt. 134,20 Quadratkilometer. Einen normalen Meter 200. Also über 200 Meter hoch. Einwohner waren zuletzt 31. Dezember 2020 177.049. Und wenn ihr mal auch Kfz-Kennzeichen mit SG seht, das sind die Leute aus Gliwice. Der nächste internationale Flughafen ist Katowice. Und da kommen wir ja, wenn wir Krakau erzählt haben, dann auf, auf Katowice. Weil da gibt es auch noch eine schöne Anekdote. Ja. Also ich fand Gliwice sehr, sehr schön und ich bereue es, dass wir nicht in diese Palmiarnia gegangen sind. Das ist das Palmenhaus. Das ist einfach Palmgarten ist das, ne? Palmengarten. Im Stadtgarten haben das ein riesiges Gebäude gebaut, ne? Es war einfach zu wenig Zeit, weil einfach die Anreise schon lange genug war. Von Berlin aus sind das schon 6 Stunden. Glaube, wir sind 2:30 angekommen, dann sind wir zum Hotel gelaufen. Ich bin natürlich auch noch eine Stunde mit dir unterwegs gewesen, was ich fotografiert habe. Die Mülleimer zum Beispiel. Ja, und dann ruckzuck war schon spät Nachmittag. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einfach auf die Altstadt konzentriert und natürlich dann etwas gegessen.
Genau, also wir haben erstmal Koffer weggebracht, das Hotel sehr empfehlenswert, was du da ausgewählt hast. Also da hatten wir das wunderbare Hotel Royal. Wirklich Fußminuten, das ist ja mitten in der Altstadt. Man geht eigentlich nur eine Straße hoch, 50 Meter, dann ist man direkt am Marktplatz. Und auch wenn wir da hochgelaufen sind durch diese Gasse, und es war ja irgendwie leer da an dem Nachmittag, die Sonne ging langsam unter, es war dann so 17 Uhr, 16, 17 Uhr, und man kam auf den Marktplatz, dann kam die Musik, dann kam dieser Tänzer, ne, von diesem, was wir gerade erzählt haben schon, und es ist einfach beeindruckend. Mitten auf dem Marktplatz ist das Rathaus, ne? Ja, sehr, sehr schönes Rathaus. Und auch drumherum die Häuser und Restaurants, Bars. Und jede Seitenstraße hatte ihren eigenen Charakter. Ja, aber um das Rathaus herum konnte man essen ohne Ende. Ja, wir sind nach kurzer Überlegung, weil wir haben schon Hunger gehabt. Das war so eine Art tschechischer... Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde eher mal sagen, lass uns mal erzählen, was da so um den Marktplatz herum war. Um den Marktplatz herum waren unterschiedliche kleine Lädchen. Waren auch zum Beispiel also Eiskaffee. Sapir-Kanka-Imbiss? Ja. Das sind diese länglichen Brote, wie so Baguette. Obendrauf Gurkenscheibchen, Käse überbacken. Was noch? Tomaten? Champignons. Das ist das Übliche, ne? Und man kann das mittlerweile auch variabel haben. Genau. Auch scharf mit Pepperoni und so. Eine kleine Buchhandlung habe ich entdeckt. Boutiquen. Sogar Bitcoin-Laden. Ja, aber das ist ja weiter vom Marktplatz entfernt wieder gewesen. Also wenn man weitergelaufen ist. Also in der Altstadt selbst gibt es meistens Biergärten und Restaurants. Und auch ein paar andere Läden. Der Marktplatz ist ja nicht so groß wie in Krakau. Nee, aber ich kann mich erinnern, also da gab es jede Menge größere Restaurants und es gab den Schokoladenladen da von diesem, wie heißt der noch? Wedel. Ist in fast jeder größeren Stadt, hat er mittlerweile eine Schokolaterie, würde ich das nennen. Mhm. Nicht als Kaffee nennen, weil Kaffee kann man da auch trinken, aber eigentlich trinkt man eine Trinkschokolade. Ja. Heißt aber Kaffeewedel, ne, oder? Ja, ist aber der Schwerpunkt ist da eine Schokolade. Ja, ja, genau. Schokolade und schokoladenartige Kreationen. Ne? Pralinen. Also Pralinen oder Küsslein. Also kleine Sachen. Wedel ist ein Traditionsunternehmen. Das werden wir aber bei einem anderen Podcast mal erzählen. Und was man da kriegen kann, ist Schokolade. Nee, Czekoladki hast du geschrieben, ne? Das heißt Pralin. Genau. Czekoladki ist ganz oben. Können Sie das lesen? Da. Ne? Czekoladki sagt man einfach nicht Pralinki. Kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Also ist das deutsche Wort, was glaube ich aus dem Französischen ist. Das müsste ich jetzt auch mal nachforschen. Ja. Das auf jeden Fall. Aber wir haben weder nicht besucht, weil wir einfach keine Lust haben. Wir waren voll. Das auch. Wir waren voll. Wir sind einmal hinter dem Marktplatz, dann links am Rathaus vorbei, haben eine Umdrehung gemacht um die alte Kirche, die dann leider zu war. Die hätte ich gern von innen mal gesehen. Da kann man auch hochgehen. Also das war aber nur zu einer bestimmten Uhrzeit möglich. Das haben wir ja leider nicht geschafft. Nee, das war leider, ist leider untergegangen. Nee, das war eine bestimmte Uhrzeit, wo wir nicht da waren und auch am nächsten Tag hätten nicht geschafft. Was haben wir denn überhaupt geschafft in der Stadt? Wir sind dann so rum um die Kirche und haben dann überlegt, wo gehen wir denn essen? Auf dem Marktplatz war ja laut wegen diesem Tanzdings, ne? Und haben dann ein tschechisches Restaurant. Jetzt kannst du von dem tschechischen Restaurant gerne erzählen. Ja. Also es gab die Möglichkeit, gegrilltes zu essen. Schöne Salate, typisch, also es gab typisch tschechisches Essen, aber auch so ein bisschen internationale Küche, würde ich sagen, ne, dazu. Und ich überlege gerade, was ich bestellt habe. Weiß ich jetzt nicht.
leider. Ist ja schon zu lange her. Ich weiß jetzt nicht, was vom Grill wohl genau haben wollte. Bei dir weiß ich das. Das war so ein Stück Fleisch, was du hattest. So ein Steak, genau. Das war ein Steak, also es war sowas von saftig und kross gegrillt. Und natürlich dazu ein tschechisches Bier. Ne? Ja, das war das. Also wir haben beide jeweils ein tschechisches Bier getrunken, aber nicht das typische, wo man überall kriegt, sondern etwas Unbekanntes. Also eine unbekannte Marke. So eine Kraftbiermarke. Mhm, ne? Also ja. Wir wollten nicht unbedingt, also wenn schon was auf der Karte steht, muss es nicht unbedingt dann das übliche Pilsener Urquell sein, was man überall kriegt, sondern es muss schon dann außergewöhnlich sein. Ja. Ich glaube, Pilsener gab es überhaupt nicht auf der Karte. Sie haben sich auf diese ein paar Sorten spezialisiert. Was mir sehr gut geschmeckt hat, abgesehen von diesem Restaurant, war das Frühstücksbuffet im Hotel. Das lohnt sich auch zu erzählen, weil das war richtig wie eine Kreation aus allem Möglichen. So haben wir das in keinem Hotel gesehen. Schön drapiert auf bestimmten Tellern. Von jedem etwas. Hier Salate, da kleine Käseröllchen und so weiter. Bis hin zu Olivenbrot und... Du redest ja jetzt schon vom Frühstück. Ja. Ja gut, ich wollte ja aber noch erwähnen, dass da Polen extra nur zum Biersaufen gekommen sind. Die haben wirklich nur ein tschechisches Bier getrunken und sind dann einfach wieder gegangen. Das ist wie wenn jemand sagt, ich gehe mir einen Kaffee trinken. Ist da so ein Pärchen gekommen, haben sich auch in die Bar gesetzt und haben nur tschechisches Bier getrunken. Wirklich ein Maß, ne? Ja. Und dann sind die wieder gegangen, weil die wollten nichts essen. Die wollten da nur tschechisches Bier trinken. Ja. Aber du hast schon recht, das mit dem Frühstück, was wir sind ja dann voll gewesen, Wedel haben wir ausgelassen, obwohl ist ja natürlich interessanter, schokoladentechnisch was zu futtern, aber wenn man voll ist, macht keinen Sinn. Wir sind aber, du hast völlig vergessen, noch etwas zu erzählen, was wir dann doch noch gemacht haben. Du gehst ja schon auf ein Frühstück drauf, wir haben noch vorher einen Cocktail gesoffen. Ja, Gliwicki Spaß, genau, jetzt weiß ich. So. das war rosarot. Wie sehr elegant. In einem. Sag erstmal, wie das Ding hieß, wo wir waren. Wie hieß das denn? Das war nach einem deutschen, also nach einem schlesischen Schriftsteller benannt. Es war nicht der Schriftsteller, sondern nach dem Roman, was er geschrieben hatte. Pierschwa. Polka. Pierschwa. Ist das richtig? Nein. Pierschwa. 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 Polka. Mhm. Wie hieß das denn nochmal auf Deutsch? Die erste Polka. Die erste Polka. Und da kann man wirklich Cocktails nur trinken, aber man konnte auch, ich glaube, Fritki, also Pommes kriegen. Spaß. Lewitzki Spaß. Hatten wir beide, ne? Ja. Das rosarote Zeug. War auf jeden Fall Lavendel drin. Wodka natürlich. Den habe ich nicht gemerkt, den Wodka habe ich gemerkt. Ja, der Geruch vom Lavendel war. Ja, da. Zitrone, weil ich habe gesehen, wie der Barmann das gemacht hat. Der hat, also Zucker war auch, der hat eine Zitrone träufeln lassen durch eine Zuckerschicht, wie auch immer das zu machen ist. Mhm. Lavendel dazu gegossen und dann habe ich das nicht mehr wahrgenommen. Also das war in so einem sehr eleganten kleinen Glas wie ein Champagner. Mhm. Und das hat eine sehr dezente Note gehabt, trotz der Zutaten. Ne? Mhm. Also ich fand das sehr schmackhaft. Ja, war es auch. Und die haben Spiele ausgestellt gehabt. Man konnte also dann Haufen Spiele, die man auch im Deutschen kennt, nur dann auf Polnisch konnte man sich die nehmen und auch spielen. Also auch ein Deutscher hätte verstanden wahrscheinlich bei den Regeln. Sowas wie Mensch, ärgere dich nicht. Hatten die, glaube ich, auch sogar da. Ne? Also das fand ich ganz toll. Und die Bar war voll. Ne? Und ja. Die Kellner waren, also die Cocktailhersteller da, ich weiß nicht, wie heißen die eigentlich? Barmann. Die haben es ganz gut hingekriegt. Und der Roman von ihm, der stand auch tatsächlich auf der Bar und an der Wand war der Autor. Mhm. Wie hieß er denn nochmal?
Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es nicht mehr. Ich muss es auch nochmal nachforschen, weil ich, das ist ja der Roman, den ich eigentlich besorgen wollte noch. Der ist auch verfilmt worden, und zwar 1979. Horst Bieneck ist bekannt wegen der... Weiß ich nicht. Biene Maja. Was hat er damit zu tun? Ich glaube, der hat die geschrieben. Boah, du erzählst mir was vom Pferd. Der hat irgendwas geschrieben, was sehr wichtig ist. Und ich sage dir auch was. Also er ist gestorben in geboren in Gleiwitz, Stadtwahl, 1930, am 7. Mai, Oberschlesien damals. Und gestorben am 7. Dezember 1990 in München. Wir schweifen jetzt mal kurz ab, weil ich finde das wichtig, weil das ist einer der größten Schriftsteller, den Gleiwitz hervorgebracht hat. Er war auch Drehbuchautor, Librettist sogar und Lektor bildender Künstler. Dort gibt es auch eine Tafel von ihm, nämlich da, wo er geboren wurde, in polnischer Sprache. Und zwar lebten die sehr lange da, bis nach dem deutschen Überfall auf Polen der Vater versetzt wurde und lebte somit seit 1939 allein in Salzgitter. Jo, ein bisschen Familiengeschichte, braucht ihr jetzt nicht wissen. Von der Straßenbahn aus wurde er Zeuge des Todesmarschs der überlebenden Auschwitz-Häftlinge durch Gleiwitz, die zwischen dem 19. und 23. Januar 1945 Gleiwitz und Loslau erreichten. Also er hat als Kind, obwohl er war ja dann schon jugendlich, da war er 15, hat er das gesehen. Die Rote Armee kam dann am 23. Januar und unterstellte es im März 1945 der Verwaltung Volksrepublik Polen. Das Elternhaus wurde beschlagnahmt. Bieneck wurde zur Demontage der Werkzeugmaschinen für den Transport in die Sowjetunion zwangsverpflichtet. Bla bla. Ist natürlich jetzt alles sehr viel, müsst ihr nicht wissen. Könnt ihr bei Wikipedia, den Link schicke ich rein, nachlesen. Was hat er dann geschrieben? Er hat geschrieben, du willst das natürlich am meisten wissen, weil diese Auschwitz-Geschichte ist ja ihm hängen geblieben. Ne? Und Bieneck selbst hat sogar auch eine Strafe im Gulag der Sowjetunion hinter sich. Er hat dort auch die russische Sprache erlernt und schrieb Gedichte auf Toilettenpapier, die er in Zahnpastatuben versteckte und herausschmuggeln konnte. Ja. Schon heftig. Ja, der hat also einiges erlebt und hatte das auch. Schließlich 1965 konnte er sich in Otto Brunn bei München niederlassen als freier Schriftsteller. Also er kam irgendwie, könnt ihr wie gesagt nachlesen, dort in Wikipedia. Wenn der Blog, weise ich nochmal darauf hin, biguskraut.de eröffnet ist, werde ich auch nochmal über Bieneck etwas reinbringen. So, ich komme jetzt zum Werk. Das ist eine Menge nämlich an Informationen, muss ich wohl entsprechend kürzen. Der hat eine Menge Auszeichnungen sogar gekriegt. Literaturpreis der Stadt Bremen, Bundesfilmpreis für die Nachwuchsregie in Die Zelle, den Wilhelm-Raabe-Preis der Stadt Braunschweig, Andreas Grüfus-Preis etc. So, da haben wir eine Werkauswahl. Traumbuch eines Gefangenen, 1957 erschienen, das war sein erstes Buch. Nachtstücke, Gleiwitzer Kindheit, Werkstattgespräche mit Schriftstellern, Die Zelle, 1968, Bakunin, eine Invention, dann Solzhenitsyn und andere Aufsätze, die Zeit danach und dann eine oberschlesische Chronik in vier Romanen Gleiwitz. Darunter ist der erste Roman Die erste Polka, der zweite Septemberlicht, der dritte Zeit ohne Glocken und der vierte, 1982 erschien, Erde und Feuer. Gedichte aus 20 Jahren Gleiwitzer Kindheit, Beschreibung einer Provinz und etwas über Königswald hat er auch geschrieben. So, ich glaube, die Biene Maja war nicht dabei. Nee. Den verwechsel ich mit jemandem, ist aber nicht schlimm, weil der Name ist mir irgendwie hängen geblieben wegen Biene Maja. Stimmt aber nicht. Also habe ich euch aufs Glatteis geführt. Bieneck ist aber ein großer deutscher Schriftsteller der Nachkriegszeit, der halt in seiner Kindheit Schlechtes erlebt hat und das auch verarbeitet hat in seinen Romanen und Gleiwitz natürlich als sehr schöne Stadt in Erinnerung hat, wie wir auch. Genau. Nach dem Cocktail im Bett. Genau. Schönes Zimmer. Wir hatten die Suite oben, ne? Ja, das war ein Komfort- oder Deluxe-Zimmer.
mit einer riesigen Wanne. Ich habe mich gefreut, aber ich habe die nicht benutzt. Nee, wir haben geduscht. Aber das Hotel ist sehr schön und die Zimmer sehr einladend. Und in den Fluren kann man sehr viele Fotos sehen aus der Geschichte der Stadt. Und ich glaube, wir waren in jedem Stockwerk. Ja, in jedem Stockwerk waren sehr schöne alte Fotos von Gleiwitz noch von vor dem Krieg und auch kurz danach in Schwarz-Weiß. Also es waren auch polnische Aufnahmen dabei, wie die nach dem Krieg da die Stadt auch noch umgebaut haben. Die Stadt hat den Krieg eigentlich gut überstanden und hat nicht so viele Zerstörungen erlebt und ist deswegen auch heute noch sehr sehenswert. Ja, genau. Ich denke, das liegt auch daran, dass die Außenbezirke eher industriell waren und die, wenn dann bombardiert wurden, nicht die Altstadt selbst. Ja. Wir hatten nämlich etwas vor, und zwar wurde uns ein Tipp genannt, so eine Art Radioturm oder ähnliches aus Holz. Der Funkturm aus Holz. Und deswegen haben wir uns gefreut, sowas zu sehen, weil dieser Turm ist der höchste in Europa. Der Welt. Der Welt sogar. Der höchste Funkturm. Und auch der älteste, komplett aus Holz. Also Buchenholz, wenn ich nicht irre, war das, ne? Mhm. Aber wir haben uns... Ja, es war ein bisschen anders. Wir sind zum Stadtgarten gegangen, wollten in den Palmgarten rein, den wir ja schon mal eingangs erwähnt hatten, nach dem leckeren Frühstück, den du schon erwähnt hast. Ja, und wir haben das total verwechselt. Der Name auf Deutsch und auf Polnisch, und das war... Ja, das war... So ähnlich. Also Palmgarten sind wir ja reingegangen. Nicht reingegangen, weil, wie gesagt, die Zeit haben wir nicht. Haben uns den Garten da halt von außen an, den Stadtgarten angeguckt. Und da war ein Stadtfest. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns, wir haben ja nicht viel Zeit. 2 Stunden haben wir noch. Lass uns zum Funkturm gehen. Und ich habe in Google das auf Deutsch eingegeben. Ja. Und das tauchte nicht auf. Und deswegen haben wir uns, haben wir den Weg nicht gefunden. Doch, der Weg haben wir gefunden, und zwar zum Radiofunkturm. Ja, aber das war nicht der Turm, den wir sehen wollten. Nein, das war nicht der Turm, den wir sehen wollten. Wir sind dann quer durch die Stadt, haben mal lecker Eis gegessen. Wir haben noch 2 interessante Sachen zu erzählen, nämlich die Eisdiele, wie sie hieß. Und wir haben noch ein Restaurant gefunden, was auch lustig hieß. Sagen wir gleich. Jetzt erst die lustige Geschichte. Und zwar sind wir dann quer durch die Stadt mit dem Eis in die Hand, ne, bei der Hitze da, 5 Kilometer, glaube ich, gelaufen, gefühlt. Mindestens. Standen halt an irgendeinem grünen Garten, wo man Blumen kaufen konnte. Ich glaube, da war ein Friedhof auf. Und ich sage, wo ist denn hier der Funkturm? Den müsste man auch sehen schon vom Weiten. Der ist ja über 100 Meter hoch. Ist da der Funkturm nicht gewesen, dann habe ich nämlich nachgeguckt. Da hast du gesagt, du hast es bestimmt falsch eingegeben. Ich sage, nee, ich habe Funkturm Radio eingegeben. Ich hätte es nicht so eingeben sollen, du hättest es auf Polnisch machen müssen. Ist ja, ja klar. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Genau, wir sind also zu weit weg gewesen. Wir mussten also schnell wieder zurück zum Hotel. Festgestellt habe ich aber auf jeden Fall nach der Google Map Suche, wo der Funkturm wirklich ist. Der war nämlich hinterm Palmgarten. Den konnten wir nicht sehen, weil da der Palmengarten, dieses riesige Gebäude davor war. Und es gab an dem Tag ein Fest. Ja, ja, das Fest ist klar, aber das hat uns ja trotzdem nicht abgelenkt, dass wir da... Nein, aber das gehört auch dazu. Ne? Also an diesem Tag gab es auch ein Fest. Was für ein Fest, weiß ich. Ein Stadtfest nicht. War das. So ein Gartenfest, da haben sich Vereine vorgestellt. Ich glaube, das war Sonntag. Ne? Jugend, es gab eine Bühne, wo die Jugend da getanzt hat. Ich habe auch ein paar Fotos, könnt ihr da sehen. Und deswegen haben wir das nicht geschafft, aber wir haben uns das für nächstes Mal aufgehoben. Genau, also aufgehoben nicht, ist nicht aufgeschoben. Genau. Zum Thema Eis. Ich kann mich an den Namen nicht erinnern. Aber du, weil der Name war sehr lustig. Achso, da gab es dieses Minister für Fische, ja. Im Restaurant. Wie hieß denn das? Ministerstwo Śledzia i Wódki. Ministerium für Hering und Wodka. Lustig, ne? Und diese Eisdiele, die hatte auch einen sehr lustigen Namen. Es gab aber 2, aber das war die Schwester vom Bruder. Also. Wie heißt das? Die Eisdiele des. Zimne Drań. Kaltschnäuziger Kerl, sowas. Kaltschnäuziger Kerl, ne? Und die kaltschnäuzige Schwester oder so. Ja. Und was wir danach noch auf dem Rückweg gesehen haben, war ein sowjetischer Soldatenfriedhof. Ja, ich war nicht da. Du warst nicht da, du wolltest es nicht sehen. Ich habe es mir angeguckt. Ja, ich habe auf dich gewartet.
ein riesiges Feld mit sowjetischen Soldaten. Da sind auch Ukrainer, da sind Kasachen. Alle, die dort die Stadt befreit haben, die wurden da begraben und haben einen eigenen Grabstein gehabt. Okay. Ja. Vielleicht nächstes Mal mache ich das. Traurigere Sache. Und der Wasserturm war auch noch da zu sehen. Den hast du auch nicht wahrgenommen, weil ich bin ja einmal um das ganze Feld herum, habe Fotos gemacht, könnt ihr jetzt sehen. Und ja, das war Gleiwitz. Sie haben die Koffer schnell gepackt und sind dann, mussten noch warten, weil dann einen Regen, Padadesch, gab es dann. Richtig. Ja, und dann ging es weiter Richtung Krakau. Ja. Genau. Und heute habt ihr weniger Wörter gehört, sondern unsere Anekdote zu Gliwice. Ja. Also ich möchte auf jeden Fall wieder dahin. Die Frage ist nur wann, weil Polen ist richtig groß und man muss ein bisschen Zeit investieren, wenn man durch Polen reist. Richtig, und Gliwice müsst ihr gesehen haben. Definitiv eine schöne kleine Stadt mit vielen kleinen Restaurants, schöne Altstadt. Die Außenbezirke sind bestimmt auch noch interessant. Die Industrie, wie die halt die Brachen, die da sind. Wanderungen kann man da machen und von da aus kann man auch ins richtige, schöne Gebirge gehen. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Reise auch mal nach Gliwice. Und wenn wir wieder da sind, berichten wir natürlich über mehr als nur über diese Anekdote über den Funkturm, den wir nicht gefunden haben. Den haben wir übrigens aus dem Zug gesehen, ganz weit weg. Immerhin. Immerhin haben wir den noch gesehen. Das ist übrigens ein Museum, denn der Turm hat eine richtig wichtige Bewandtnis. Weißt du die? Nein. Nein? Nicht mehr. Das ist der Turm, den angeblich polnische Soldaten überfallen haben, denn das war ja deutsch. Und durch diesen Überfall hat Adolf Hitler den Gongschlag gegeben, wir schlagen zurück, um 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ah, okay, das war das, genau. Das war das, genau. Und deswegen ist der Turm so berühmt. Der wird aber nie erwähnt. Es wird immer nur erwähnt, dass der erste Kanonenschuss auf die Westerplatte ging. Und dazu gibt es später mal mehr, irgendwann in einem anderen Podcast. Ja. So, und jetzt, ja. Machen wir Schluss. Genau. Für heute. War schon reichlich Infos, glaube ich. Hoffe, hat euch interessante Informationen gegeben. Ne? Ja, auf jeden Fall Nachtleben in Gleiwitz als Aufhänger. Lohnt sich. Nachtleben, Cocktailsaufen hier in der ersten Brücker Bar. Auf jeden Fall so, ist eine schöne Stadt, wenn man ja ein oder zwei Nächte bleiben möchte und weiter. Genau, kann oder auch einen Wanderurlaub machen möchte in der Nähe. Ist auch ziemlich grün, die Stadt, muss man sagen. Grün auch und es gibt auch Radwege da, ja. Quer durch die Stadt. Definitiv sehenswert. So, das war's von uns. Wir wünschen euch alles Gute und sagen... Na razie. Tschüss. Bis bald. Do widzenia. Do widzenia. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und für die Zuhörer, usłyszenia, ne? Do usłyszenia. Richtig. Das ist für diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören und nicht uns auf YouTube sehen, auf dem YouTube-Kanal von Bigos Crowd. In dem Sinne, tschüss, jetzt machen wir auch hier weg.